Erstmal hallo und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kell. Wir sind hier beim Helferstand. Helfer ist eine Idee der Vernetzung, des Miteinanderarbeitens und dass wir eine neue Infrastruktur aufbauen. Damit wir das Ganze aber irgendwie hinkriegen, versuchen wir gerade in den Workshops oder in diesen Seminaren, die wir hier, kleinere Seminare machen, dass wir einmal ein Gefühl dafür kriegen, erstens, was läuft hier insgesamt falsch? Viele wissen das. Trotzdem ist es vielleicht wichtig, einmal eine andere Sicht auf die ganze Sache zu bekommen. Also viele Leute sind Telegram, WhatsApp, was auch immer, informieren sich. Die Frage ist, wie kann man diese Situation, in der wir leben, anders machen? Angefangen hat das Ganze bei mir, indem ich hingegangen bin und habe gesagt, okay, ich nehme mal die Probleme, die wir haben und gebe Lösungen dazu. Diese Lösungen haben aber dazu geführt, dass es weitere Probleme gibt. Also bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, okay, ich höre auf, Lösungen zu machen, sondern ich gucke mir an, was möchte ich. Machen wir mal eine kleine Analyse. Was gehört zur Umwelt? Was gehört für euch zur Umwelt? Momentan wird gesagt, Umwelt ist Natur. Das wird gleichgestellt. Ja? Wir müssen die Umwelt schützen. Heißt ja, wir müssen die Natur schützen. Aber die Umwelt ist ja mehr. Das ist ja das, was uns umgibt. Ja, genau. Aber das fängt ja dann überall an. Also, richtig. Über meine Kleidung an, dann meine Wohnung, mein Garten, meine Stadt. Genau. Und dann eben die umliegende Natur. Genau. Genau. Genau, das ist es. Sehr schön. Genau. Also es fängt bei allem an. So, ne? Wir müssen die Umwelt schützen. Ist oft als Natur, aber das ist im Endeffekt genau das. Das heißt, hier bin ich. So. Ich bin Künstler. So, und alles, was mich umgibt. Die Frage ist, was umgibt mich? Was ist der Ist-Zustand? Lass uns mal kurz ein paar Sachen nur mal ein bisschen durchspielen, ein paar kleine Punkte durchspielen, die auf uns aufkommen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ziemlich viele Leute sind in Anführungszeichen arm. Wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Pandemie gehabt. Die haben wir, also meiner Meinung nach hatten wir definitiv eine Pandemie. Es ist eine, laut ICD-10, es ist die 40.2, das nennt sich Angststörung. Und die war pandemisch, viele Leute hatten Angst, das ist definitiv. Und diese Angst, also alles das ist auf uns eingeprasselt. Kein Geld, Hartz IV oder andere Leute, die genug Geld haben, Umwelteinflüsse, also Sachen, die zum Beispiel ungesund sind und so weiter. Alles das passt auf uns zu, drauf, inklusive Information. Also wir kriegen Infos, wir kriegen alles auf den Menschen drauf. Das ist die Umwelt. Ja, das ist das, was wir haben, beziehungsweise das, was von draußen reinkommt. Wie gesagt, Krankheiten, Information, Falschinformation, positiv, das ist zu viel. Der Mensch kann das nicht aushalten. Gehen wir mal Step by Step, zwei Schritte zurück. Wie könnte man viele Probleme lösen in der jetzigen Form? Egal, ob ihr für die Regierung seid, egal, ob ihr gegen die Regierung seid. Die Probleme, die wir haben, sind real. Also die sind real. Wie könnte man die ein bisschen zurückschrauben? So, dass wir sagen, okay, wir verändern mal die Umgebung der Menschen, die Umwelt. Eines der wichtigsten Sachen, die wir haben, müsste man wegmachen, um das Leben der Menschen zu verändern, ohne dass ein Mensch sich verändert selber. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, was? Handy wegschmeißen. Handy wegschmeißen könnte eine Sache sein. Also weniger, ja. Weniger Info. Infos, das ist eine Sache. So, was noch? Was könnte man noch machen? Was könnte man machen, damit man sich wohler fühlt? Gemeinschaften. Gemeinschaften? Ja. Reconnect your feeling. Nochmal was? Also mir tut es gut, so ein reconnect your feeling. So Energie. Energiearbeit. Genau. Okay. Ja. Ich versuche es in meinen. Weil das erhöht die Schwingung und dann, ich habe es auch vorhin gemerkt, ich habe dann mir selber und dann ging die Energie gleich hoch. Ich war dann richtig so. Ja, okay. Und auf einmal dann hatte ich wieder Power und Energie. Energiearbeit. Ja, genau. Ja. Okay. Noch ein paar Ideen vielleicht? Was könnte man machen? Ja.
Noch ein paar Ideen? Ja, muss ich halt irgendwie auf sich selbst besinnen. Und das vielleicht in einem kleinen Kreis. Also, wie kann man das umschreiben? Das, ja, eigentlich haben wir das gemacht. Ja. Im Grunde genommen hat man Freunde verloren, andere gesucht, die ähnlich ticken, mhm. sich dann wieder in, und das waren auch recht viele und davon hat man sich dann die rausgesucht, die man mag und besinnt man sich mit denen wieder nicht. Intimere Beziehungen, kann man das so zusammenfassen oder ist das? Zumindest eben Treffen mit Gleichgesinnten, das ist. Also diese Gleichgesinnte. Dieses plötzliche Auseinanderreißen der Bekanntschaft und so, weil man eben unterschiedlicher Ansicht ist und oder weil man nicht mehr im Gleichklang schwingt, wenn man das so sagen will. Ja. Das war ganz furchtbar schwer auszuhalten. Mhm. Und dadurch sind es kaputt gegangen. Ja, Gleichgesinnte, ja. Ich würde sagen Naturverbindung. Naturverbindung starten. Natur, genau. Okay. Okay. Und kritisches Hinterfragen, ne? Ob die Informationen, alles, was man so bekommt, wirklich auch stimmt. Okay. Wie, ist, ne? Hm. Wie könnte man das zusammenfassen? Kritisch hinterfragen. Vorsichtig? Nee. Also, vorsichtig? Nee, Information. Kritisches Hinterfragen. Schreib einfach mal. Ach Gott. So. Guck mal, was du geschrieben hast. Kritisches Hinterfragen. Das ist griechisch. Ja. Griechisches Hinterfragen. Das ist griechisch. So, okay. So, also. Ja, man kann ja auch mal Kritik anschauen. So. Ja, ist ganz wichtig, ob das alles so stimmt, ne? Ja. Eine weitere Sache, die man hat, da wärst du wahrscheinlich sehr, sehr prädestiniert dafür, ist zum Beispiel, meiner Meinung nach, wäre zum Beispiel auch Essen. Anständiges Essen. Ja. Also auch, was man in seinen Körper reintut, damit er sich wohlfühlt, damit sich was verändert. Alles das hat auch mit unserer Umwelt zu tun. Wie können wir denn weniger Infos generieren? Wir können die Welt nur als Beispiel. Wir können die Welt von jetzt auf gleich ändern, egal ob ihr für die Maßnahmen oder gegen die Maßnahmen seid. Wir können die Welt sofort verändern, wenn wir die Werbung abschalten. Sofort. So, weniger Ressourcen. Ich möchte nur, dass ihr versteht, was passiert, wenn man das macht. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Naja, das ist ja, gerade Werbung ist ja aufdringlich invasiv und gibt sich Mühe, dass man sie nicht abschalten kann. Und dann gibt es auch noch Arbeitskollegen, die wollen es unbedingt, dass dieses Ding da läuft. Auf jeden Fall. Hypnotisiert werden, genau. Das macht einen krank. Ja. Das ist furchtbar. Ja. Genau. Was macht Arbeit? Was macht Werbung? Was macht Werbung? Und hypnotisieren. Werbung ist folgend. Und hypnotisieren. Hypnotisieren, ja. Aber wie funktioniert das? Also, am Anfang einfach nur mal, dass wir klar sehen. Hallo. Nein, bitte setzt euch einfach dazu. Danke. Setzt euch dazu. Danke. So. Also. Okay. Also, wie funktioniert das? Nur mal, dass wir mal verstehen. Was macht Werbung? Also, um Werbung herzustellen. Wir reden ja hier immer von CO2, ja? Was ich davon halte, lasse ich mal wirklich ganz davon weg. So, aber wir reden hier von CO2, wir reden hier von Ressourcenverbrauch, wir reden hier von Umwelt-Natur, die wir beschützen müssen. So, was macht denn Werbung? Werbung, also um Werbung herzustellen, müssen die Leute, Schauspieler und ähnliches, müssen zur Arbeit fahren. So, sie verbrauchen Treibstoff und so weiter. Es werden Ressourcen verbraucht. Rechner, also Computer, sind von morgens bis morgens, also 24 Stunden an, um Werbung zu generieren. Das heißt, damit die Menschen das sehen können. Das heißt, Strom, Ressourcen, seltene Erden, alles das wird verbraucht. So, und das nicht wenig. Nicht nur das. Die Filme werden länger oder die Internetzeit, die Bandbreite, alles das wird aufgeblasen, um eine einzige Sache zu machen. Das, was du gesagt hast, ich wiederhole es mit meinen Worten, um euch psychisch verrückt zu machen. Nichts anderes. Weil nichts anderes ist das. Werbung ist nichts anderes als Propaganda, die einen im Kopf suggeriert, du brauchst mehr. Das heißt, wenn wir Werbung von heute auf morgen abschalten würden, würde Folgendes passieren. In der ersten Runde bräuchte man die ganzen Schauspieler nicht oder die ganzen Werbetypen, Texter nicht mehr. Erste Runde. Zweite Runde, die Leute würden weniger einkaufen.
Wir würden Ressourcen sparen, CO2 sparen und so weiter. Warum funktioniert das nicht? Ganz einfach. Dann würde ja weniger Geld fließen. Also nehmen wir in Kauf, ein Teil unserer Umwelt, weniger Infos, kann nicht stattfinden, weil Propaganda gemacht werden muss. Gegen Geld, gegen Macht oder ähnliches. Das sind die Hintergründe. Große Firmen, wie du gesagt hast, die wollen das nicht abschalten. Warum? Weil sie es brauchen. Dass der Absatz mehr generiert wird. Das ist die eine Sache. Das ist unsere Umwelt. Das ist das Ist. Wir müssen ein Bewusstsein dafür kriegen, was passiert. Alles das. Und Werbung bitte hat nicht nur was mit Kauf die Bananen oder die Autos oder was auch immer zu tun. Werbung ist auch im gesundheitstechnischen Sinne, das haben wir in den letzten 3 Jahren sehr schön gemerkt, dass da sehr viel Werbung gemacht wurde. Weil was anderes ist es nicht. Eine Werbung ist etwas, ich erzähle Lügen, damit ihr mein Produkt kauft. Ob ich euch zwinge oder nicht, spielt aber keine Rolle, aber das ist Werbung. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist gut. Was ist eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft, gerade in der wir uns wohlfühlen, mit Gleichgesinnten, also wenn man die beiden zusammennimmt. Was ist das? Das ist ein Ruhepol. Genau wie unsere Kollegen hier nebenan, einfach mal einen Ruhepol braucht. Wir müssen von dieser ganzen Informationsflut, alles was auf uns einprasst, brauchen wir mal Ruhe. Deswegen, aus diesem Grund gibt es auch eine Walddusche zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr mal, in der Psychologie ist es so, wenn ihr zu viel Stress habt, weil ständig alles auf euch einprasst und ständig Angst, in der Fachsprache würde man auch von der Push-and-Pull-Methode sprechen. Ne? Ich drücke dich und ich ziehe dich und ich drücke dich und ich ziehe dich. Irgendwann ist dein Körper komplett durcheinander. Um da wieder runterzukommen, macht euch ein Sandwich morgens oder 2, 3. Muss auch kein Brot sein, keine Ahnung. Irgendwas zu essen. Nehmt euch was zu trinken mit und geht mal für 5 Stunden in den Wald. Ohne Smartphone, ohne nichts. Wenn ihr da wieder rauskommt, denkt ihr... Das ist eine Woche lang ohne Smartphone nicht mehr raus. Achso, du findest den Weg nicht? Ja, genau. Umso besser, hast du länger deine Ruhe. Musst du nur genug Essen mitnehmen. So. Ja. So. Das heißt. Ansonsten wirst du zum Essen. Oder du lernst zu jagen. Mach vorher Kräuterwanderung, dann weißt du, was du essen kannst, brauchst du nichts mehr mitnehmen. Du hast alles im Wald. So, das heißt, Gemeinschaft, das ist etwas, was man uns weggenommen hat. Das heißt, das Einprassen, das wird immer mehr, die Gemeinschaft, die wird zerstört. Der Ruhepol, den wir eigentlich haben, dieses Miteinander, das gehört mit dazu, dass unsere Umwelt sich verändert. Energiearbeit. Bei Energiearbeit wäre auch oder ist eigentlich was Hilfreiches. Jetzt kann man das natürlich sehen. Ne? Man kann das aus spiritueller Sicht sehen. Man kann es auch aus heilmedizinischer, also westlicher Medizin sehen. Man kann es auch aus normaler, also nur, oh ja, ich brauche mal was Positives. Ne? Also man kann es aus verschiedenen Richtungen sehen. Dieses Positive wurde aber auch ein bisschen weggenommen. Inwiefern? Angst. Angst ist der größte Killer, was sowas angeht. Weil wenn du Angst hast, kannst du dich auftanken. Im Gegenteil, du verlierst ja. Wir kennen das, ja, wir kennen auch einige Leute, Angstvampire oder Energievampire, die saugen einen aus. Wie leben die meistens? Meistens leben die in Angst, verschiedene Zwänge, die dahinter wiederum Angst haben und so weiter. Die haben die Verbindung zu sich selbst verloren und wissen nicht, wie sie ihre eigene Energie herstellen sollen. Genau. Das zweite, wo die Energiearbeit auch kaputt geht, ist Arbeit. Ja. Zu viel Arbeit. Du, ich würde ja gerne, aber ich muss ja arbeiten. Ja, aber wenn ich arbeiten muss. So, und was mache ich dann nach der Arbeit? Ich gehe nach Hause, ich setze mich hin und gucke nur noch Fernsehen, weil ich habe einfach keine Energie mehr. Das Problem ist, das ist ein Teufelskreis. Dann mache ich keine Energiearbeit. Dadurch, dass ich keine Energiearbeit mache, weil vom Fernsehen kriege ich nicht die Energie, nicht nur platt, kriege ich keine Energie, dann gehe ich wieder zur Arbeit, zockt mich wieder aus. Und irgendwann habe ich was. Richtig, eines der größten Krankheiten, die wir hatten,
Burnout. Ja. Ja. Energiearbeit. So, kritisches Hinterfragen, das zähle ich mal hier zu weniger Infos, beziehungsweise die Infos aussortieren. Ja. Wer jetzt aber denkt, die weniger Infos Werbung gilt nur für Regierung, für Konzerne und für Kirche, also wir haben drei Institutionen, die unser Leben quasi im Endeffekt bestimmen. Das sind Regierung, Kirchen und neuerdings Großkonzerne. So, die spielen ihr Spiel. Also das sind die drei mächtigsten Institutionen. Wer jetzt genau dahinter steckt, kann man gerne streiten und so, aber das sind so die Sachen, die das Leben der Menschen eigentlich bestimmen. So, und wer sagt, naja, die Kirche hat nicht mehr so viel Einfluss, ich bitte daran zu denken, dass noch vor einiger Zeit da Kinder angefasst wurden von denen und dass die keine Strafe gekriegt haben, was absolut, also wer da keine Macht hat, naja, egal. Aber, gehen wir zurück. Wir haben diese drei Institutionen, die machen Werbung. Aber nicht nur die machen Werbung. Es gibt auch persönliche Interessen, auch von der Gegenseite. Zum Beispiel, reden wir zum Beispiel einfach mal von, ich sage jetzt mal, Staatstreu und Widerstand. Und das meine ich noch nicht mal hier in Deutschland, sondern ich rede immer wirklich von allgemein. Also nicht nur von den letzten drei Jahren. Wer mich kennt, weiß, wofür ich stehe. So, aber das geht für immer. Die Gegenseite macht genauso Werbung. Da sind genauso nicht reale Informationen. Das kritische Hinterfragen bitte mit Vorsicht zu genießen. Auch bei den eigenen Leuten. So, dann haben wir Gleichgesinnte. Natur. Natur ist eines der wichtigsten Sachen. Gerade in der letzten Zeit, da freue ich mich richtig, die Grünen, die sind ja voll für die Natur. Naja, da würde ich mal die beiden, sag mal, ganz groß irgendwo draufschreiben, so, hallo. Das ist Werbung, was die machen. Es ist nicht eine Maßnahme, grüß dich, es ist nicht eine Maßnahme anständig umgesetzt worden. dahin. Kann man sich noch. Achso, nee. Reicht noch. Je enger zusammen, desto besser. Ich verstehe. Warm. So, ne? Also die Grünen. Ne? Also eigentlich hier ja, aber Mogelpackung. Machen genau das Gegenteil. Ja. Das hat hier was mit zu tun. Was ist denn Natur? Ich möchte mal mit euch eine kleine Reise machen, weil ich bin durch halb Europa gefahren. Ich habe mir die Länder angeguckt. Bundesländer, auch die anderen Leute, wie die damit umgehen. In Deutschland, das CO2-Thema ist ganz groß. So, wie gesagt, ich sage jetzt nichts über CO2, da kriege ich Kopfschmerzen. Aber, also nicht wegen CO2, sondern wegen der Diskussion. Aber, CO2 ist groß. Was aber nicht erzählt wird, ist zum Beispiel am Hambacher Forst. Kennt das? Ja. Da waren noch diese schönen Demos. Jetzt bin ich dort gewesen, auch damals schon, und ich habe mal ein paar Interviews geführt. Aber nicht nur mit den Leuten, die die Demo gemacht haben dort. Egal, was man von denen hält. Ich habe auch die anderen interviewt. Und das war viel interessanter. Da war ein Mitarbeiter vom RWE, der mir ganz klar gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Kohle, die wir rausholen, ist immer unter dem Grundwasser. Immer. Das heißt, wenn man an die Kohle will, muss man das Grundwasser abpumpen. Also absenken. Richtig. So, das wissen viele nicht. Für mich war es neu. Ich so, okay, interessant. Ich so, was hältst du denn dann von dem, was ihr macht? Ich meine, du bist Mitarbeiter. Da sagte er, also wenn man ganz ehrlich sein soll, das ist Naturkatastrophe, brauchen wir nicht mehr diskutieren. Das wird auch nicht mehr, also braucht hunderte von Jahren, ohne Mensch am besten, damit sich das überhaupt wieder irgendwie... Ich so, ah, interessant. Also du sagst selber, das, was du machst, ist Blödsinn. Gut, ich frage, ich habe zwar nach seinen Motiven gefragt, warum er weitermacht. Irgendwie muss man ja leben. Aber ihm ist das klar. Danach, wenn ich irgendwie Journalismus mache, dann richtig. Danach bin ich weitergefahren. Ich bin bis nach Holland gefahren und da gibt es direkt an der Grenze gibt es schöne Höhlen. Da könnt ihr reingehen. Und da gibt es auch so eine Tour. Also es ist sehr Touri-mäßig, das fand ich nicht so gut. Aber die Höhlen waren sehr interessant. Und wenn ihr euch durch die Höhlen durchgeht und guckt, dann werdet ihr innerhalb der Höhlen einen Strich an der Wand sehen. Dieser Strich an der Wand ist das Grundwasser. Also gewesen.
Und da habe ich gefragt, ja, was ist jetzt passiert mit dem Wasser? Daraufhin sagten die, in Deutschland pumpen die das Wasser ab. Und das merkt man über die Grenze hinweg. Es ist ein Riesengebiet, wird das Wasser weggenommen. Einen Moment, haben wir nicht irgendwie eine Dürre? Irgendwas war doch egal. Es ist so ein CO2 liegt das, ich bitte euch. Also nicht nachdenken, immer CO2. So, danach bin ich mal durch ganz Deutschland gefahren. Viele Teile von Deutschland liegen unter dem Meeresspiegel. Wasser abgepumpt. Und in Schleswig-Holstein, auch da, hallo, grüß dich. Und in Deutschland, in Schleswig-Holstein, wird ebenso Neuland gewonnen wie in Holland. Neuland heißt, die stecken ein paar Stämme ins Wasser, dann kommt das Wasser inklusive des Sandes, aber der ganze Sand geht nicht wieder zurück, sondern bleibt da hängen. Und dadurch entsteht immer mehr Land und das Wasser wird abgedrängt. Und wir wissen ja, wenn man Wasser wegbrennt, dann verschwindet es. Ne? Man verändert damit die Welt. In Dubai werden ganze Inseln aufgeschüttet und so weiter. Uns erzählt man aber, die Umwelt ist alles normal. Das sind die großen Ereignisse, über die man nicht redet. Aber Hauptsache, wir haben keine Plastikstrohhalme mehr. Yeah! Wir haben es echt geschafft. Was ist noch mit Natur? Mir ist wichtig, dass wir das mal verstehen. Ich komme gerade aus Griechenland. Und es gibt eine Sache. Ich will nicht nach Deutschland. Eine Sache davon ist das Essen. Gesundes Essen ist super wichtig. Irgendjemand sagte mal, die Griechen können nicht kochen. Und dachte ich so, okay, guck ich mir an. Ich bin nach Griechenland gefahren, ich bin zurückgekommen, habe gesagt, hast du recht, die können nicht richtig kochen. Meinte er, siehst du, warum? Sag ich, ganz einfach, die brauchen es nicht. Deren Sachen schmecken. Ja. Die müssen nichts machen, die müssen die nur zusammenschneiden. Ja. So, die nennen das dann Salat. Aber hier in Deutschland, hier brauchst du Millimeteranzeige, so viel Öl, so viel das, so viel das. In Griechenland gehen die hin, Oregano, oh ja. Machst du mal. Die müssen das nicht ab. Was machen die? Die verändern das Essen. Aber das Essen ist noch genau das, was es ist, Essen. Es wird nicht frühreif rausgeholt. Und irgendwann bin ich mal zu einem hingegangen, der ein bisschen wissenschaftlich angehaucht ist. Ich habe ihm gesagt, wir haben unser Essen so krass verändert. Wir wissen, Tomaten sind gesund. Aber wann haben wir das letzte Mal getestet? Ich so, wieso testen wir nicht von jeder Sache, die wir holen? Eine, wir reden davon alle, eine Tomate. So. Ja, aber das ist auch ungenau. Ich so, ja, ungenau mag ja sein, aber was wir jetzt haben. Dann sagt er, nee, wir haben nicht die Kapazitäten dafür. Und in den letzten 3 Jahren mit Tests, da war doch irgendwas. Anscheinend, wenn man will, schafft man es, Tests zu machen. Aber nicht, wenn es um Gesundheit geht. Wenn es um Krankheit geht, geht es auf die Schnelle. So, das heißt, momentan, was ist unsere Umwelt? Unsere Umwelt ist alles das, was den Menschen kaputt macht. Und zwar alles. Das wissen viele Leute, die im Widerstand sind, sagen, oh, die machen alles kaputt. Das stimmt. Also vieles, nicht alles, aber... Und meiner Meinung nach stimmt das. Die Wissenschaft hat mit Wissenschaften nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Ja. So, was hier gemacht wird, ist Meinung und Werbung. Wie können wir da weggehen? Weil ich will jetzt nicht nur das ganze Negative aufzählen. Sondern hier geht es auch darum, dass wir was lernen. So, wie gesagt, wir machen das Helferprojekt. Aber es gibt nicht nur Helferprojekte, es gibt 1 Million andere Projekte. Zum Beispiel, wie heißt das? Remnants of Life, activate the green dynamo. Also das war die Schöpferkräfte aktivieren. Genau. Und in unsere Kraft kommen. Sehr schön. Es gibt noch viele andere, ein Herz für Menschen und, und. Was machen diese Organisationen alle im Grunde? Im Grunde, das ist das Wichtige. Sie hören auf, im Großen und Ganzen rumzufummeln, und fangen an, über den Menschen wieder in die Welt rauszugehen. Das heißt, wenn man sich die Wissenschaft von heute anguckt, macht die Folgendes. Sie baut Modelle auf. Und anhand dieser Modelle machen sie neue Theorien und Modelle. Aber ein Modell ist immer eine Abstraktion der Wirklichkeit und die ist nie vollständig. Soll heißen, wenn ein Modell falsch ist, wir gehen mal aus, oder ich gehe mal davon aus, ich gehe nur mal davon aus, bitte nicht, das ist meine Meinung, aber ich gehe mal davon aus, dass Herr Drosten zum Beispiel es wirklich ernst gemeint hat, dass er wirklich, glaube ich nicht, aber egal,
gehen wir mal davon aus, dass er es ernst gemeint hat. Dass er wirklich glaubt, dass eine Krankheit da ist, die so viele Menschen tötet und dass er versucht, irgendwas zu machen. Er braucht nur einen Fehler in seinem Modell zu haben. Und seine Entscheidung kann Millionen von Menschen töten. Weil es nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und wir gehen jetzt erstmal von den besten Motiven aus. Wir gehen noch nicht mal von den Motiven aus. Aber Modelle sind nicht die Realität. Wir haben die Verbindung, das ist das, was ihr gesagt habt, wir haben die Verbindung zur Natur, zur Realität, zu der Echtheit, zu der Wahrhaftigkeit, egal wie man es nennen will. Dazu haben wir verloren. Wir versuchen, Menschen wieder zusammenzubringen. Wir versuchen wieder, nicht nur in die Natur. Wenn wir rein in der Natur leben würden, bitte versuchen wir das auch nicht zu romantisieren. Wenn wir nur in der Natur leben würden, das wäre auch nicht anständig menschengerecht. Dann müssten wir nämlich im Regen stehen. Ja, das ist so. Stürme und ähnliches. So, kein Strom, kein Handy. Irgendjemand konnte gerade nicht mal aus dem Wald finden. Nein. Es ist eine andere Sache. Wenn wir über Umwelt reden, ist eine andere Sache ganz wichtig. Und ich möchte vielleicht mal eine Idee rausbringen. Eine Idee, wie wir die Welt sehen können. Und wie wir die Welt so verändern können, aber in einem anderen Stil. Gehen wir mal nicht davon aus. Nehmen wir mal alles von außen weg und gucken wir erstmal den Menschen an. Nehmen wir einen Menschen. Naja. Naja, ich bin ein Mann, ich muss nicht sauber putzen. So, also. Gehen wir mal. Jetzt gib dir doch mal was Mühe da. Dünnes Eis. Hat jemand mal, also hier ist Satt und hier ist Hunger, hat jemand mal gefastet? So. Für die, die nicht gefastet haben, die kennen das sowieso, aber auch die beim Fasten kennen das. Es gibt immer eine Sattphase und es gibt immer eine Hungerphase. Auch wenn man nicht isst. Also klar, wenn man isst, ist das sowieso, ist man satt, klar. Aber auch wenn man nicht isst, ist das so, dass man satt ist und Hunger hat. Satt, Hunger. Dasselbe gilt auch für müde und ausgeschlafen, ne? Wach. So. Alles das hat Kreisläufe. Und jeder Kreislauf in einem Menschen, das dreht sich immer wieder. Das ist wie ein Kreislauf. Er hat aber nicht einen, sondern er hat viele Kreisläufe. Jedes Attribut, alles das, was ihr fühlt, ist ein Kreislauf. Es kommt und es geht, immer wieder. Es ist aber nicht nur zweidimensional. Es kann auch eine dritte Dimension sein. So kann zum Beispiel Satt und Hunger zum Beispiel so sein, dass man nur im Satt ist. Also dass es in die dritte Dimension ausläuft. Oder dass es nur hungrig ist. So. Da ist eine Disbalance. Ab da an fängt es an, ein bisschen nicht ganz rund zu laufen. Im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. So, dasselbe gilt auch für wach und müde. Wenn wir nicht im Balance sind, wenn wir nicht in den Kreisläufen sind, haben wir ein Problem meistens. Diese Kreisläufe, die sind aber nicht unabhängig voneinander, sondern die sind abhängig voneinander. So ist es so, dass wenn man Hunger hat, dass man eher wach ist, weil man etwas tun muss. Man muss essen, sammeln oder ähnliches, damit man satt wird. So, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen mehr schlafen. Egal. Also, so, das heißt, alle diese Kreisläufe bedingen sich. Alle Kreisläufe in einem Menschen zusammen. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für Sex oder eben kein Sex. Was man, so. Wenn man satt ist, geht es. Wenn man Hunger hat, ist es weg. Alle diese Sachen bedingen sich zusammen, miteinander. Und das ist dann das, was ihr seid. Das heißt, ihr seid genauso ein Kreislauf. Ein Kreislauf, der viele Kreisläufe innehat. Aber auch euer Kreislauf verändert die Umwelt. Ich höre immer wieder, ich kann ja nichts ändern. Nein, das ist falsch. Du veränderst jede Sekunde irgendwas. Jeder Mensch verändert was. Die Frage ist nicht ob, sondern was. Und ob es das ist, was ich möchte. Spätestens, wenn man mit dem Auto 200 gegen die Wand fährt, weiß man, dass man was verändert hat. Ob es jetzt so positiv ist, hat man dahingestellt. So.
Nein, aber die Idee ist, wir verändern was. Genauso wie wir Kreisläufe haben, hat auch unsere Umwelt Kreisläufe. Wenn wir lernen, mit den Kreisläufen in unserer Umgebung anständig umzugehen, ab da anfangen wir an, erstmal weniger Energie zu verbrauchen, also mehr davon zu haben, optimiert, aber auch, dass wir einen größeren Nutzen davon haben. Ein paar Sachen muss ich allerdings da ausschließen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren, Jahrhunderten machen. Also irgendwann mal benutze ich einen weißen Stift. So, damit wir das Ganze, damit das Ganze funktioniert, müssen wir aufhören, optimieren. Die Optimierung. So. Ich hoffe, das ist diesmal richtig geschrieben. Für die Deutschlehrer unter uns. So, also. Optimierung. Die Optimierung darf nicht mehr nach Geld gehen. Darf nicht mehr. Weil Geld hat mit den Kreisläufen nichts zu tun. Wir müssen aufhören, Werte, also Zahlen, mit Zahlen zu hantieren. Weil, bin ich zum Beispiel müde und ich habe einen Termin um 3, habe ich ein Problem. Höre ich auf meine innere Uhr? Oder achte ich darauf, eine bestimmte Zahl zu haben? Werte, Zahlen sind nicht menschlich, das muss einem klar sein. Ja, wir können die Zahlen gebrauchen und die brauchen wir auch mathematisch und wir brauchen sie auch in der Technik und wir brauchen sie auch in vielen Sachen. Aber immer wenn es um Menschlichkeit geht, müssen wir ein bisschen davon wegkommen. Warum? Es gab einen Riesenstreit in der griechischen Geschichte und das sage ich nicht, weil ich Grieche bin. Doch, das sage ich deswegen. So. Nein. Es gab einen Riesenstreit bei den Philosophen. Sind Zahlen nützlich oder nicht? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Solange wir Zahlen nicht zu unserem Gott machen, geht es, also Werte. Solange wir sie benutzen, weil wir sie benutzen können und sie uns weiterbringen, ist das super. Aber achtet mal darauf, wenn ihr Zahlen benutzt, zum Beispiel, wie viele Leute waren auf der Demo am 1.8.2020 auf der Straße? Zahlen. Meine Antwort war immer darauf, es war zu viel, um sie zu übersehen. Leider auch zu wenig, um wirklich was zu verändern. Aber es war gut genug, dass wir Energie kriegen, um weiterzumachen. Was interessiert dich die Zahl? Was bringt das? Nichts. Wenn wir aufhören, mit Zahlen umzugehen, dann wird unser Computer auch nicht mehr unser Chef, sondern wird es ein Kommunikationsmittel. Wir müssen nicht mehr optimieren nach irgendwas Zahlen, sondern wir sollten auf diese Kreisläufe achten. Menschlichkeit, Natur, von mir aus auch für die Tiere, für die Pflanzen, für alles andere. Also wirklich Umwelt. Und es wird ja immer wieder gesagt, das Klima wird immer heißer. Und da bin ich auch vollkommen der Meinung, das stimmt. Dabei rede ich aber nicht vom Wetter, sondern vom Untereinander. Wenn wir außerhalb unserer Kreisläufe sind, wenn wir ständig dagegen arbeiten, dann verbrauchen wir zu viel Energie. Diese zu viel Energie bringt uns dazu, dass wir irgendwann schwach werden und kaputt gehen. Und das muss auch entladen werden, auch diese, das ja. Und natürlich erhöht sich dann die Wärme. Innerhalb der heißen Diskussion kennen wir ja. Was wir anfangen sollten, ist vielleicht wieder mal ein bisschen zurückschrauben. Wir von Helfer, das ist jetzt eine Sache. Es gibt viele andere, die genauso gut sind. Wir versuchen, kleine Schritte darauf zuzugehen, dass wir die Menschen wieder miteinander zusammen verbinden. Dass wir aufhören, nach Modellen zu suchen, nach irgendwelchen Ideologien, nach irgendwas, was mit der Realität nichts zu tun hat. Und dass wir wieder die Menschen miteinander verbinden. Eines der wichtigsten Sachen, die auch weg müssen, ist das Ego. Jetzt sagen einige, ja, es gibt aber positives Ego. Ja, nein. Also das Ego selber ist griechisch und heißt ich. Und daran ist erstmal nichts schlimm. Es ist halt so. Egoismus allerdings heißt in der Fachsprache Selbstsucht. Das muss einem klar sein. Selbstsucht. Und dann sagt man ja, aber es gibt ja auch positiver Egoismus. Und dann sage ich, ja, okay, ich kläre das gleich auf. Aber Selbstsucht, was bedeutet Selbstsucht? Selbstsucht, also ihr kennt ja Sucht, ne? Positive. Genau. Versuchen wir uns doch einfach mal, ne, wir reden uns das mal ein. So,
Positiver Egoismus, positiver Egoismus. Dasselbe wäre auch, ne? Positiver Alkoholismus, positiver Alkoholismus. Ist doch dasselbe, oder? Ja, aber schon, ist auch eine Sucht. Ja. Da weiß man, oh nee, das macht keinen Sinn. So, es geht aber auch nicht darum. Es geht auch nicht darum. Ich verstehe, was die Leute versuchen zu sagen. Aber was ist das Gegenteil von Egoismus? Wer es weiß, bitte die Hand hoch, nicht reinschreien. Ich will einfach nur mal wissen. Das Gegenteil von Egoismus. Ganz kurz, was sagst du? Ich bin nicht durcheinander. Nee, was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen? Ich will gar nichts so sagen. Nee, ist egal. Okay. Genau. Was wolltest du auch? Alkoholismus. Genau, ja. So, ich habe am Anfang gesagt, 50% der Leute wissen das nicht. Du wolltest was anderes sagen, ne? So, es ist egal. Ich sagte am Anfang, 50% wissen das nicht. Ich bin jetzt der Meinung, über 90% der Leute kennen das Wort nicht. Und es gibt ein sehr schönes Buch darüber, das nennt sich 1984, George Orwell. So, Neusprech. Diese Sachen, die der Gesamtheit gut tun, die müssen wegkommen. Altruismus ist bitte nicht etwas, wo ich sage, das ist unbedingt. Aber im Gegensatz zu der Ich-Zentriertheit geht es darum zur Allgemeinheit. So, Allgemeinheit könnte man doch auch als Umwelt bezeichnen, oder? So, stellt euch mal vor, ich meine, ich bin Grieche, ich weiß das, aber kennt von euch jemand so einen Strand, so einen Sandstrand da, ne? Ja, wir sind hier in Deutschland. Richtig. Ich kenne Betonflüsse, aber. Nein, nur Spaß. So, Sandstrand. Wenn ihr da ein Loch reingrabt und das Meer kommt, was passiert mit dem Sandstrand? Mit dem Loch? Ja, die Flut kommt, was passiert mit dem Loch? Das wird wieder nivelliert. Genau, wird wieder einigermaßen gleich gemacht. Richtig. Jetzt stellt euch mal vor, ihr baut eine Burg. Was Flut kommt, Burg weg. So. Die Natur versucht, alles in einem Level zu halten. Jetzt stellt euch mal vor, einer Person geht es ganz schlecht und allen anderen geht es gut. In der Natur wird Folgendes passieren. Dieser einen Person, der schlecht geht, warum auch immer, entweder hat sie zu wenig Geld, dann wird sie von anderen, weil die anderen haben so viel, dann komm, ich gebe dir was aus, ist doch kein Ding. Der wird es wieder besser gehen. Genauso umgekehrt, wenn es einer Person ganz gut geht und allen anderen geht schlecht, dann wird es ja irgendwann schlecht gehen. Ein sehr krasses Beispiel ist Südafrika. In Südafrika versuchen die, dieses Ungleichgewicht zu halten. Und wie machen die das? Mit Waffen. Es geht nicht anders. Die Zäunen, die legen sich selber in ein Gefängnis, weil sie Angst haben, dass die Leute reinkommen und alles zerstören. Weil die direkt daneben wohnen, die wohnen in Wellblechhütten. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, unsere Umgebung, unsere Umwelt im Einklang bitte mit den ganzen Kreisläufen, dass wir uns ihr angleichen und sie uns, dass wir uns beide entgegenkommen, das würde den Menschen wieder gesund machen. Das würde die Richtung hinführen, wo wir hinwollen. Gar nicht so schwer, ne? Wir müssen eine Sache machen. Viele Leute wollen aus dem System raus, weil sie denken, das ist die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Weil das schaffen wir nicht. Es gibt momentan keine Möglichkeit, habe ich keine gefunden, wie man aus dem System rauskommt. Ich kenne die Reichsbürger, ich habe mir das angehört. Für mich macht das keinen Sinn. Die letzten 3 Jahre haben gezeigt, weil die Reichsbürger sagen, es gibt Gesetze und die sind falsch. Und dann sage ich, mag sein, aber es gibt eine andere Sache, die noch schlimmer ist, die interessiert sich nicht für die Gesetze. Das haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen. Ich hab 6 Leute, die von der Polizei eingekesselt wurden. Hi. Rechtlich gesehen hat er wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. So, es wurden 6 Leute eingekesselt. 3 davon wurden verurteilt und 3 davon sind freigekommen, obwohl die dieselben Hintergründe haben. Also keiner hat irgendwie Straftaten vorherbegangen oder ähnliches. Und da frage ich mich, okay, was macht ihr da? Lotto spielen? Anwalt. Ja, aber das Gesetz müsste bei allen gleich sein. Ja, ich weiß. Das ist auch ein bisschen, wir versuchen hier ein paar Witze zu machen, um die Leute aufzulocken. So, aber zurück zum Thema. So, also aus dem System. Ihr habt eine Nummer momentan, ihr kriegt ja von Geburt an und
Für die älteren Leute, die haben sie nicht von Geburt, aber die haben sie jetzt bekommen und die gilt bis nach unserem Tod. So, egal was ihr macht, gerade mit diesem E-Wallet, ihr werdet aus dem System nicht rauskommen. E-Wallet, sagt euch was? Das ist diese elektronische Brieftasche, wo eure Geburtsdaten drinstehen, eure Steuernummer, euer Geld, also das elektronische Geld wird da drin sein, eure Patientendaten werden da drin sein, all das wird in einem Ding sein. Gut, die Hacker freuen sich, sagen endlich mal Arbeitserleichterung. Ja, ist doch doof, ey. Sonst muss ich mal suchen. Jetzt habe ich alles an einer Stelle. So, aber zurück zum Thema. Also, das Ganze, das wird wahrscheinlich, also was heißt das wird, die haben gesagt, dass es kommt. Also früher war es Verschwörung. Ganz nebenbei, komm, den Gag muss ich noch bringen. Ich habe einen geilen Verschwörungsserver gefunden. Also, da habe ich selber nicht geglaubt, aber da sind echt ganz krasse Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist bundesregierung.de, die offizielle Seite. Die ist richtig. Da solltet ihr mal durchlesen, was da alles drinsteht. Ohne Scheiß, ich habe die Sachen ausgedruckt. Ich kann die später zeigen. So, egal, jedenfalls. Ja, ich gehöre normalerweise nicht zu den Internetausdruckern. Da schon, da wollte ich Beweise haben. So, aber okay, zurück zum Thema. Also, wir müssen uns von diesem, das System, da kommen wir nicht raus, die haben uns. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann werdet ihr dazu gezwungen. Aber es gibt eine Sache, wie wir trotzdem das schaffen, das zu ändern. Indem wir das System aus uns rausholen. Was passiert, wenn wir das System aus uns rausholen? Es ist eine Kettenreaktion. Ich mache Blödsinn. Dann kommt Polizist, dann kommt der Oberchef vom Polizisten, der gibt es weiter an Staatsanwaltschaft, bla 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 bla. Und hier ist dann das derjenige, da ist der Politiker, der den Befehl gegeben hat, wer den Blödsinn macht, der geht dahin. Je mehr Leute aber anfangen, das System, da kommen wir nicht raus, aber je mehr Leute anfangen zu sagen, ich will nicht, egal ob es hier ist, egal ob es hier ist, egal ob es hier ist. Egal wo es ist, wenn die Kette durchbrochen wird, seid ihr freier. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr können wir wieder zum Menschlichsein zurückkommen. Da spielt es keine Rolle, ob es mit Geld ist oder ohne. Aber ich glaube, dass es ohne Geld ist, aber das ist mein Glaube. Jeder darf glauben, was er will. Aber eine Sache ist ganz sicher. Es gibt ganz wenig Leute, die sagen, was ihr zu tun habt, obwohl sie euch nicht kennen. Für die seid ihr Zahlen. Das ganze Computerding ist Zahlen. Und ich sagte, Zahlen sind unmenschlich. Was wir machen müssen ist, wir müssen das ändern. Wir sind keine Zahlen, wir sind Menschen. Und von den drei Institutionen, die uns regieren, Staat, Kirche, Konzerne, möchte ich, wenn es geht, dass wir eine vierte Gewalt schaffen, die über den drei ist. Und das sind die Menschen. Wir. Und zwar von unten. Und mein Schlusssatz, den ich immer bringe, ist, Frieden werden wir nur schaffen, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns bitte alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Das ist für mich der einzige Weg, für mich. Ihr könnt das sehen, wie ihr wollt. So, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Meine Frage, hat jemand noch Fragen? Möchte jemand was dazu sagen? Ihr könnt auch sagen, okay, du redest scheiße. Kein Problem, dann machen wir Krieg und dann machen wir wieder Frieden, weil es ist ein Friedensfest hier. Nein, Quatsch, nur Spaß. Nein, möchte jemand was dazu sagen? Das hier habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also ich fand deinen Satz sehr, sehr eindrücklich, wo du gesagt hast, wir können nicht wirklich aus dem System raus, genau, aber wir können versuchen, das System aus uns raus. Genau, genau. Aber das Beispiel habe ich nicht richtig verstanden. Also wenn ich hier was mache, was... Genau, also... Ein Politiker geht hin, macht ein Gesetz. Die Juristen geben diesem Gesetz eine bestimmte Bedeutung, ne, indem sie Urteile machen und ähnliches. Das heißt, es hat einen bestimmten Bereich dessen, wo man sagt, das macht Sinn. Dann gibt es den Hauptkommissar, der den Polizisten erklärt, was sie zu tun haben. Der Polizist selber kriegt den Auftrag, das zu überprüfen. Der Polizist vor deiner Tür sagt, du hast den Fehler gemacht. Oder derjenige, der dich anzeigt, was auch immer. So, diese Kette, die genau, genau, diese Kette, die aufgebaut wird, wenn ihr an einer Stelle, als Beispiel, du trägst keine Maske, obwohl es ein Gesetz gibt, eine Maske zu tragen, gab es nicht, das ist ein fiktives Beispiel, also es gab wirklich schon ein Gesetz, was eine Maske vorschreibt, es gab nur, egal, Blödsinn, aber egal, ja, jedenfalls, so, aber gehen wir mal davon aus, so, dann zeigt dich jemand an, dann geht der Polizist dahin
und sagt so, okay, ich habe überprüft, ist alles in Ordnung. Ist der beruhigt, ist der beruhigt, ist der beruhigt, ist der beruhigt und der. Ja, ja. Und trotzdem trägst du keine Maske. Es gibt ja auch die Redewendung, was soll ich denn machen? Ich bin nur das letzte Glied in der Kette. Ja. Ne? Aber wenn der Vorletzte aufhört, dann genau. Leidet der Letzte nicht mehr. Ich fand das erst ein bisschen auch simpel, ja. mit der Kette, ja. So ein bisschen unterkomplex, aber wo man anfängt drüber nachzudenken, hat eigentlich was. Es ist, das Leben ist einfacher, als wir glauben. Es gibt eine Sache, die uns davon abhält. Das ist die Angst, dass es vielleicht nicht funktioniert. Was wir machen müssen, ist, wir müssen den Schritt gehen. Ja, wir werden hier ein schlechter Ratgeber. Genau, wir werden hier einige, wir werden jetzt jeden Tag um die 5 Workshops machen. Ihr müsst nicht alle besuchen. Also ihr müsst schon, aber ich darf euch das nur nicht verkaufen. Nee, egal. Nein, aber wir werden hier mehrere Sachen sagen. Wir werden in einzelne Punkte eingehen, wie man was verändern kann. So haben wir bei Helfer zum Beispiel auch Polizisten, die uns unterstützen. Wir könnten ein Dorf zusammen machen, wo der Bürgermeister nichts zu sagen hat, wo er zwar gewählt wird als Repräsentant, hi und tschüss, keine Werbung, er möchte keine Werbung machen. Alle Helfer wählen den oder wie auch immer die Gruppierung heißt. Jede autonome Gruppierung wählt ihn. Er sitzt dann da und wenn er dann eine Entscheidung treffen muss, Umgehungsstraße ja oder nein, und kommt mir jetzt bitte nicht, das ist Bundessache. So. Ich weiß das, aber es ist ein Beispiel, es ist einfach. So, also, Umgehungsstraße ja oder nein, dann sagt er, keine Ahnung, ich mache eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe ist was? Man fragt alle die autonomen Gruppen, was die tatsächlich wollen. Und schon haben wir die richtige Demokratie. Wir haben Leute, die sich dafür interessieren und Leute, die mit den Menschen zusammenarbeiten. Und es gibt eine Sache, wie wir Akzeptanz in der ganzen Welt kriegen. Also überhaupt. Wer vertraut dem BND? Also nur für die Zuschauer jetzt. Alle haben die Hand gehoben. Wir sind alle hinter. Auf wie viele Lügen komme ich hin? In die Hölle? Egal. So, jedenfalls. Nein. Also, zurück zum Thema. So, also, keiner vertraut dem BND. Warum? Keiner kann mitmachen. Jetzt stellt euch aber vor, es gäbe eine Institution, wo man sagt, was, du vertraust uns nicht, wir laden dich ein, komm mit, mach mit. Ja, aber ihr seid böse. Ja, komm mit, mach's besser. Komm mit, dann lernst du die Entscheidungen, die wir treffen. Ich habe mit der Stadt, ich bin sehr viel unterwegs und ich habe auch mit sehr vielen Instituten zu tun. Nein, ich arbeite nicht für die Stadt, ich arbeite für keine Stadt, ich arbeite auch nicht für die Regierung. Für die Leute, die ständig sagen, ich werde bezahlt, ich mache das alles freiwillig. Egal, jedenfalls. Ich habe gesehen, wie eine Stadt zum Beispiel entscheidet. Die 15-Minuten-Städte sind jetzt bei der Stadt absolut in. Und jetzt sagt man, ja, die Amerikaner haben die... Nein, das stimmt nicht. Ich war bei einer Person, die, wie heißt das? Die macht diese Flächen, zeichnet die ein, aber die kartografiert sie für das Katasteramt. So, und die hatten eine Konferenz. Und ich habe ganz nett gefragt, ob ich mal dabei sitzen darf. Da haben die gesagt, ja, klar. Da habe ich mich dazugesetzt. Ich habe zugehört, was sie sagen. Die werden nicht gezwungen, 15 Minuten Zeit. Die wollen es. Weil die halten das für eine geile Idee. Die sehen natürlich nicht das Potenzial, dass man das ausnutzen kann. Aber die halten das für eine gute Idee. Die meisten Leute machen das, weil sie es wollen, nicht weil sie müssen. So, es hilft nichts zu sagen, ihr seid doof, ihr seid bezahlt. Hilft nicht, weil die meisten sagen, nö, macht Sinn. Das nur mal so als Idee. Es gibt viel, viel mehr Sachen, die wir miteinander und zusammen machen können. Ich gehe jetzt ein bisschen raus aus dem Thema, aber aus dem Grund ist bei uns bei Helfer eine Sache, eines der wichtigsten Sachen. Und da kooperieren wir mit jedem. Oder fast jedem. Es ist Akademien, lernen, kostenlos, Information für alle. Weil das ändert erstmal nichts an der Situation. Aber das Wissen verändert das Bewusstsein. Und das Bewusstsein wird irgendwann mal die Taten verändern. Deswegen müssen wir lernen. Wir bieten an, ich biete an, hier demnächst haben wir einen Kurs ätherische Öle. Jetzt sagt ihr, was hat das mit Helfer zu tun? Alles. Wir bei Helfer haben eine 7+1 Strategie, dazu gehört Gesundheit. Und ätherische Öle sind ein Teil der Gesundheit, bitte nicht das, ein Teil. Es gibt viele Sachen. Wir haben hier vielleicht ein paar Profis, die können vielleicht auch mal was dazu sagen, also später. Ja. Gerne. Wir lassen Leute reden. Es geht hier nicht um Helfer, es geht hier nicht um Namen. Es geht darum, dass wir endlich da rauskommen. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, ich halte mich normalerweise nicht an Zahlen, aber die Regierung sagt, dass frühestens 2026
wollen die Kryptogeld und E-Wallet einführen. Wenn wir bis dahin eine Infrastruktur haben, die alternativ ist, was heißt das? Das bedeutet, ich habe eine regierungskritische Meinung. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Egal. Glauben wir mir eh nicht. Ich habe eine regierungskritische Meinung. Da sagt der Staat, okay, dann streichen wir das Geld. Dann gehe ich zu ihr und sage, du kannst mir was zu essen geben. Weil ich habe ja noch nicht mal Kleingeld, um Essen zu kaufen. Die sagt, die, klar, du darfst bei mir essen. Ich lade dich gerne ein. Jetzt gehe ich bei ihr und esse. Jetzt sehen die, dass das Geld bei ihr für Essen gestiegen ist. Aber das können die überprüfen. Und dann sagen die, Moment, die haben vorher telefoniert, Essen steigt, wollen wir nicht. Dann kürzen wir ihr das Geld auf das, was sie vorher gebraucht hat, um zu essen. Das können die machen. Das heißt, sie kann mir noch nicht mal was zu essen geben. Das können die machen. Jetzt stellt euch aber mal vor, wir haben eine freie Gesellschaft ohne Geld, wo wir mit Bauern zusammenarbeiten, das Essen da kostenlos kriegen. Wer registriert das? Niemand. Keine Zahlen, kann der Computer nicht mit umgehen. Das machen wir so als Idee. Insgesamt dazu noch Fragen. Hast du denn da ordentlich Zweifel gesehen in dem Workshop mit den 15 Minutenstädten? Oder waren die hinterher immer noch so überzeugt? Nein, ich durfte gar nichts sagen. Ach so, kein Regelrecht, alles klar. Nee. Ja. Ich saß nur da und dachte so, what the hell? Gibt es hier niemanden, wirklich niemanden, der auch nur so leise Zweifel hat? Niemand. Nee, haben die nicht. Na doch, der hat ja kein Rederecht. Ja, gut. Nee, aber ich meine, die da saß und die Dame oder Herr, die mich eingeladen hat. Die wurde dann entlassen. Nee, die hat nichts gesagt. Und ich stand da so, ich sag ja nicht, du musst sagen, dass es schlecht ist. Du kannst ja aber auch sagen, man könnte es ja. Ja, aber man muss aufpassen. Also die sind leider davon überzeugt. Was wir machen müssen, ist unsere Aufgabe, ist, worauf warten wir? Warten wir darauf, dass der nächste Präsident, Kanzler, whatever, Diktator, ist mir egal wer, bis der an die Macht kommt und uns rettet? Es gibt einen geilen Witz. Ja komm, den muss ich mal rauslassen. Stirbt ein Politiker, kommt in den Himmel, an den Himmelsturm. Petrus macht auf, sagt, wie kann ich helfen? Meint er, ja, ich bin gestorben, was soll ich machen? Meint er, wo willst du hin? Himmel oder Hölle? Ich dachte, kann ich mir das aussuchen? Meint er, ja klar, der Politiker ist ja nicht doof. Dann zeichnen wir mal den Himmel. Okay, ab in den Himmel. Super friedlich, alles ruhig, da herrscht Frieden. Ab und zu hört man ein bisschen Hafengesang und so. Alles melodisch, alles super schön. Sagt er, gefällt mir sehr gut. Aber einfach nur so, dass ich weiß, wie sieht denn die Hölle aus? Meinte, okay. Runter zum Teufel, fragt den. Runter zum Teufel, meinte, okay, was geht hier ab? Sagt der Teufel, bitte sehr. Der geht rum, guckt, überall Orgien, Saufen, dicke Fete, alle am Feiern. Geil, meinte, ich wähle auf jeden Fall mal die Hölle. Meinte, ist das okay? Meinte der Teufel, ja klar. Meint er, super. Auf einmal hört die Orgie auf, das Saufen auf einmal fängt das Geheule an, alle haben Schmerzen, es fängt an zu stinken, alles ist blöd. Geht er zum Teufel, sagt er so, Alter, was geht denn hier ab? Wie hat sich alles verändert? Warum? Nachher, ja, das war vor der Wahl. Ja. Wenn ihr darauf wartet, dass irgendjemand euch rettet, gerade von den Politikern, ist klar. Die AfD ist die böseste, dann sage ich, ach ja. Also, und das auch noch ganz klar, ich bin nicht für die AfD, ich mag sie gar nicht. Nur so. Aber die AfD ist die böseste, sage ich, ach ja. Lass uns das mal angucken. Was hat die SPD gemacht? Hartz IV. Was hat die CDU gemacht? Ziemlich viel Scheiße. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So. Ja gut. Wen willst du? Die Grünen. Krieg, Tote, auch nicht. Ja gut. Wer ist denn der Schlimmste? Ich, so kann ich dir nicht sagen. Ich finde die alle schlimm. Ich persönlich, meine Meinung, bitte, kann jeder anders sehen. Meine Meinung, wenn ihr Politiker wählt, ja? Einen Lügner. Entschuldigung bitte, dem gebe ich meine Stimme nicht. Ich bin Grieche, wir wissen, was Demokratie heißt. Demokratie heißt nicht, ich wähle das kleinere Übel. Demokratie heißt, ich wähle das, was ich möchte. Es gibt im Moment gar nichts, was ich möchte, was sich da zur Wahl stellt. Also für mich nicht. So,
Und wer denkt, dass die AfD besser ist, die hat ihre Meinung genauso gewechselt. Am Anfang waren die Corona-Maßnahmen gut, dann waren sie schlecht. Jetzt sind sie, keine Ahnung, wie sich das demnächst ändert. Es gibt einen Film mit Eddie Murphy, ein ehrenhafter Gauner, nee, irgendwie sowas hieß der. Was? Halunke, ne, irgendwie sowas. So, da geht es darum, dass ein Typ, ein Politiker, einen guten Namen hat, super Werbung, der stirbt aber, kurz vor der Wahl. Und da gibt es einen anderen Typen, der ist ein Gauner, und der hat denselben Namen. Da haben die gesagt, ach, das merkt eh keiner. Also haben die den genommen, der wurde auch gewählt, ist zum Ministerpräsident geworden. Minister, keine Ahnung, Senator. In Amerika heißen die Senatoren. Ist er halt ins Parlament gegangen und da muss er entscheiden. Und da kam einer an und sagte, oh ja, Überlandleitung, machen wir oder nicht? Dann sagt er, was passiert denn da? Oh, viel Krebs, meint er, ja gut, dann auf keinen Fall. Dann kommt der andere Politiker und sagt, du bist neu hier, oder? Sagt er, wieso? Du hast nicht abgewartet. Meint er, worauf soll ich warten? Das Ding macht Krebs. Die Leute sterben, da wollen wir nicht. Sagt er, ja, du musst abwarten auf die andere Meinung. Meint er, was für eine andere Meinung? Die Leute sterben. Meint er, nee, es gibt eine andere Meinung. Und es gibt auch Geld. Wie viel bieten die? So und so viel. Warte ab. Dann kommt der Nächste, da seine Überlandleitungen sind super geil, weil die hilft den Menschen und das und das. Dafür gibt es so und so viel Kohle. Sagt er, und jetzt entscheide, nimmst du viel Kohle oder wenig Kohle? So, und zum Schluss des Films, darf ich spoilern, also die Leute mit den Ohren zu halten und singen, aber nicht so laut, sonst hört man das nicht an der Kamera. So, daraufhin sagte der zum Schluss, ich war ein Gauner, ich habe den Leuten das letzte Hemd geklaut. Aber was ihr macht, das ist sogar für mich zu schlimm. Also, es ist, als ob ein Zuhälter sagen würde, Alter, das ist unehrenhaft, was ihr macht. Unethisch. So, das ist meine Meinung. Deswegen, also ich habe mit Politik, jeder darf machen, was er will, jeder soll das machen, was er will. Meine Meinung. Ich bin da raus. Aber wenn wir anfangen, zusammenzuhalten, und zwar alle, bitte nicht in zu großen Gruppen, weil dann wird das genauso. Die ehrenvollste Idee wird dazu führen, dass wir genau dasselbe machen. Nein, kleine Gruppen, die sich kennen, die sich vertrauen. Und die Gruppen alle miteinander zusammenarbeiten. Name spielt keine Rolle. Wenn einer von den Gruppen falsch läuft, und das wird funktionieren, egal, die anderen alle sind autonom, die können selber was machen. Aber dazu werden wir später nochmal mehr machen. Langsam muss ich wirklich aufhören zu reden. So, wenn ihr noch was habt, wir stehen hier. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Seminar ist Helfer. Was ist das? Das machen wir in einer halben Stunde. Stunde, wer Lust hat, sagt es weiter. Ihr müsst nicht. Das wird aufgenommen. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke. Danke.